Hallo Freunde des guten Geschmacks, mein Name ist Harry Hackfleisch und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Essen, genau. Und heute habe ich mir gedacht, gibt es schöne selbstgemachte Buletten und hier, wie man sieht, einen schönen köstlichen Kartoffelsalat, natürlich selbstgemacht. Jeder kennt Kartoffelsalat, mir dachte, ach brauchst du nicht filmen, jeder weiß wie Buletten geht, brauchst du nicht filmen. Mir dachte, nö, machst du das nicht, hier habe ich einen schönen Bautzner. Der passt natürlich hervorragend zu den Buletten. Da wollen wir mal ein bisschen Mische aufpumpen hier. Habe ich gestern schön alles vorbereitet, dann ist er schön durch. So. So, erstmal einen Schluck Durst. Kann er doch losgehen, wa? Ach, übrigens, einen schönen Pfingstsonntag wünsche ich euch. Vom Ruffia-Mönch. So, und der erste Bissen ist selbstverständlich nur für euch. Mahlzeit. Was gibt es Besseres als selbstgemachten Kartoffelsalat? Hat die Zwiebeln drin, Gewürzgurken. Dann habe ich hier jetzt normale Mayonnaise. Habe ich ein bisschen mit Salat, mit Salat verfeinert. Das war gut. Ein bisschen mit, na, wie heißt das Zeug? Mit Sahne verfeinert, Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürzgurkenwasser, dann noch ein bisschen Bautzner Senf drin. Oh ja. Und dann einfach über Nacht stehen lassen. Gestern natürlich ein paar Mal abgeschmeckt, aber das muss erst richtig schön einziehen. Das Salz muss richtig schön einziehen. Das fällt ja alles runter. Ich hatte leider kein Panini mehr. Und deshalb zerfällt mir das Stück. Aber egal. Hauptsache es schmeckt. Und was macht ihr heute? Einen schönen Feiertag. Mal wieder Familie besuchen. Einfach einen schönen langen Spaziergang. Mit der Familie. Danach schön essen. Kaffee, Kuchen, ja, so muss das sein, oder? Ich weiß noch ja nicht, wann ich heute mache. Ja, werde ich ja sehen, wa? Jo. Mittlerweile ist der Sommer auch da, obwohl heute ist es wieder ein bisschen kühler. Finde ich eh besser. Du hast Spezi in der Küche, kommst drin, hast schon mal guten Tag gesagt und dann läuft dir schon hier Schweißperle runter. Und wenn du noch am Abwasch bist und die Maschine auf knapp 18 Grad wäscht, ja, geht die Haube hoch und dann eine ganze schöne Dampf in die Sicht. Und das machst du dann 6 Stunden lang. Ja, aber irgendjemand muss es ja machen, ne? Also daher, nee, ich möchte mich nicht beschweren. Schon mal ein bisschen vorgesorgt hier. Bei solchen Gerichten, da kann ich ja immer leicht ein bisschen kleckern, ne? Aber das Schlimmste ist, wenn du den Boden machst. Ganzen Boden so ein bisschen erstmal vorher einweichen, dann einwirken lassen, dann schrubben und dann der Dunst, der nach oben kommt. Boah, das ist das Schlimmste. Der schwitzt so den ganzen Körper durch den Dunst. Und momentan nach, weiß ich nicht.
uns ist die Ehe krank. Da habe ich dann am nächsten Mal eingesprungen, dann wurden Schichten getauscht und so was alles. Und dann hatte ich in der letzten Woche nicht wirklich Lust, irgendwelche Videos zu machen. Ist auch zu warm gewesen. Ich wüsste mal nicht, was ich machen soll, denn so eine Sachen. Weil so richtig schöne, deftige Sachen denn zum Sommer, wenn es heiß ist. Nee, ach. Da bin ich nicht so für. Aber mal gucken. Ich möchte mal eine schöne Gemüsepfanne machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was. Vielleicht mit Zucchini, Paprika, ein bisschen Zwiebeln. Ja, mal gucken. Da bin ich also unschlüssig. Und morgen geht es auf uns auch ab, bei der Arbeit wieder los. Habe heute nur einen Tag frei. Also den Pfingstsonntag habe ich nur frei. Und morgen gibt es dann bei uns in Heim hier schön Kartoffelsalat, Nudelsalat mit Würstchen und sowas alles. Da ist immer ein bisschen mehr zu tun. Ja, bei mir gibt es auch nicht wirklich was zu erzählen. Ich sag, gestern bin ich mit Salami noch ein bisschen rumgerannt. Ich habe gesagt, ey, hast Bock bei mir auf ein Video? Ach, auf Video eigentlich, hab ich keine Lust. Und dann immer, ja, hier, immer so angestichelt. Was machst du ein Video? Ja, ich weiß nicht. Ich will heute Kartoffelsalat mit Buletten machen. Dann er macht doch ein Video. Ich so, ach Mann. Denn die ganze Zubereitung filmen und so was, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ja, so, ach, brauchst du doch die Film, Mensch. Hauptsache, du hast ein Video erstmal. Ja, okay, alles klar. Eigentlich wollte ich die gestern schon hochladen, beziehungsweise gestern drehen, aber da war das zu spät. Da wäre das Video um 8 Uhr oder so gekommen, 7, 8, aber zu spät, finde ich. Jetzt habe ich die Maussperre hier. Ja. Um ehrlich zu sein, ich wüsste ja nicht, was ich so erzählen könnte. Wie gesagt, wir hatten einen Wetterumschwung bis zu 28 Grad. Gestern hat es geregnet. Heute sind es 21 Grad. Aber schöner, klarer Himmel. Okay, jetzt sind ein paar Wolken. Und der schöne Brandenburger blauer Himmel, ja. Einer der schönsten Himmel hier in Deutschland, wurde mal erzählt. Ob das schön wüsste ich nicht, keine Ahnung. Ich finde immer, damit das am Meer, wenn du am Meer bist, Ostsee, Nordsee, mehr kenne ich auch ja nicht, wo ich war, damit das da immer schön, richtig schön klar blauer Himmel ist. Und wie man sieht hier, die Scheiben habe ich so ganz gelassen. Ich habe diesen komischen Hobel. Da habe ich die Scheiben dann immer so gehobelt. Macht sie besser, als wenn man die da schneidet. Aber ich muss sagen, der Salat schmeckt richtig gut. Ja. Die BSI lobt stink, aber. Der Apozeiten habe ich so ungeduldig, da ich Salz drin gemacht. Das wird schon später gekostet. Naja, die Kartoffeln, die sind immer noch nicht so ganz. Noch ein bisschen Salz, ja. Ein Tag später, ach du Scheiße, das ist versalzen. Nee. Das war genau wie damals. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Mit einem Chili, das erste Mal Chili gemacht. War drin gehauen, umgerührt, paar Minuten ziehen lassen. Ich schmeck nicht. Nochmal was drin hauen. Chili braucht eine gewisse Zeit, um ihr Aroma und ihre Schärfe zu entfalten, nicht? Bei so einer Sachen. Und nachher, da haben wir so viel geklopft. Da hat uns die Gusche gebrannt. Manche wollten das ja nicht mehr essen. Aber hey, das ist Chili. Chili, das muss scharf sein. Das muss zweimal brennen.
mit Schärfe habe ich auch nicht mehr so viel Mut. Eine gesunde Schärfe, ja, aber wenn man nicht so übertreibt, wie Salami mit dreifach scharf, die Challenge da, nee, könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Und das hat dann passiert. Und dann möchte ich nicht riskieren. Ich weiß noch immer, wo es am schlimmsten war. Da bin ich mit einem Kumpel nach Hengingsdorf gefahren. Da hatten sie einen Burger King. Das war, glaube ich, müsste das 1. Mai gewesen sein. Das ist aber auch schon wieder, weiß ich, 4 Jahre her. Erstmal den extra Long Chili Cheese zweimal geholt. Dann einen Doppelwopper. Nee, wir haben mit nicht alles da gegessen, wir haben auch was mitgenommen. Und dann hier wie heißen denn die Pommes? Chili Cheese Pommes. Da waren so eine Rania Penius oder wie die Dinger heißen. Ich kann das Wort nicht aussprechen, sorry. Und da habe ich mir gedacht, nimmst du die runter, isst du die vorher? Fehler. Hat zwar gebrannt, aber noch nicht so doll. Wie gesagt, da konnte ich das ja ab. Da war ich ja sozusagen trainiert. Davor habe ich ja schon so scharfe Diäten. Aber die Chili-Pommes, die haben mich echt umgehauen. Ich brauche noch eine Portion. Also mal. Ja, tut mir leid, das Video bekommt jetzt Überlänge. Aber man kann sie aber auch anstellen, oder? So, das reicht jetzt. Mehr gibt es nicht. Hier kann man auch schön erkennen, die Scheiben. Ja. Die Größe. Wobei stehen die Bienen? Ach so, hier bei Burger King. Alles schön verzehrt nach Hause. Auf dem Weg nach Hause hat man dann die Doppelwoppe noch genossen. Ja, und das war's. Und abends fing es an. Aber auch grubbelig, was ist denn das jetzt? Ja, bestimmt Chili und so fort. Ja, natürlich. Ich will euch nicht erzählen, was da von der Konsistenz war, mache ich nicht. Aber hatte die Brandjunge. Und seitdem nie wieder. Junge, noch nie hatte ich das gehabt. Noch nie. Damit es so doll gebrannt hat. Also auch einige Zeit, die dauert, bis sie wieder weg war. Aber, da kannst du bloß einen kalten Lappen nehmen und dann, na, ihr wisst schon, ranhalten. Aber ob das was gebracht hat, dann. Nee, nee. Ja, gibt schon lustige Geschichten, ja. Wenn einem passiert, denn, ja, oh, reichen jetzt, reichen jetzt, reichen jetzt. Aber wenn man sie zurückerinnert, da muss man einfach lachen. Bei dem, wie kann man, man kann so doof sein, ja. Nee. So. Das war mal wieder ein Genuss, mit euch speisen zu dürfen, falls es ihr getan habt. Und da würde ich sagen, danke für die schöne Zeit, die ihr mit mir verbracht habt. So ungefähr, ja. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Also bis dahin, bleibt gesund. Der Sommer kommt, viel trinken. Der Arzt hat aber nicht gesagt, was. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, macht es gut. Wünsche euch noch schöne Pfingsten. Und erholsame Feiertage. Also bis dahin, euer Harry. Tschüss.